Hallöchen und herzlich willkommen zum Neumond in der Waage Mini-Impuls jetzt für die Skorpione bzw. auch diejenigen, die den Skorpion im Aszendenten, im Mond, in der Venus oder auch für diejenigen, die auf einen Skorpion schauen. Wir starten in die Karten, wie gesagt, Mini-Impuls jetzt zum Neumond in der Waage. Was kriegen wir hier? A lot to do, das Spinnrad. Entweder darf jetzt die Konzentration wieder aufgenommen werden oder es muss erstmal noch ein bisschen Chaos beseitigt werden, Chaos der Vergangenheit. Spinnrad auch angelehnt an das Rad des Schicksals. Es kann jetzt auch durchaus ein wiederkehrendes Thema sein. Und mit der Schnecke und dem Stern gibt es hier eine langsame, aber auch beständige Fortbewegung in Richtung Klarheit. Wir klären das Ganze. Was kriegen wir hier zum Spinnrad, liebes Universum? Was ist das Spinnrad? Die 10 der Münzen im Schattenaspekt. Ja, Familienprobleme könnte hier ein Thema sein. Etwas, was, oder generell, irgendwelche Probleme, etwas, was nicht in die Verwirklichung gegangen werden oder gebracht werden konnte, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und das wurde so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und das ist jetzt so eine Thematik, die wiederkommt und aufgearbeitet werden möchte. Wie gesagt, Familienthematik könnte eine Rolle spielen. Und mit dem Ritter der Kelche liegt hier auch eine Einladung. Hier ist ein Mensch, der Verbindung mit dir aufnehmen möchte. Entweder tatsächlich jemand aus der Familie, dass jemand wiederkehrt, ja, Ex-Partner, der Papa oder die Mama deiner Kinder, wie auch immer, das könnte eine Thematik sein. Kann natürlich auch ein gänzlich neuer Mensch sein, dass es darum geht, eine neue Familie jetzt zu gründen. Ja, sprich Patchwork, jeder bringt seine Kinder mit. Auch das könnte eine Thematik durchaus beinhalten. Und das darf jetzt hier auch so ein bisschen in die Tiefe gehen mit den 10 der Münzen im Schattenaspekt, weil das war etwas, was vorher nur oberflächlich so angekratzt worden ist. Hier liegt der Weg der Heilung drauf. Und mit dem Stern geht es ja auch darum, letztendlich sich die Wunden der Vergangenheit anzuschauen und sie auch vor allen Dingen langsam mal in die Heilung zu bringen, sich darum zu kümmern. Also eine Heilungsreise auch aktiv zu starten, damit die Liebe hier wachsen kann. Letztendlich geht es ja mit den Liebenden auch um eine Herzensentscheidung. Wenn es hier nicht um die Liebe per se bei dir geht, sondern tatsächlich um das Berufliche, gilt das natürlich genauso. Wenn hier etwas nicht in der Verwirklichung oder in die Verwirklichung gebracht werden konnte, du das Thema nicht loslassen konntest, dann ist jetzt hier die Wiederaufnahme angezeigt. Das heißt, du kannst den Sarg auch in gewisser Weise, ich habe es vor kurzem gerade erst gesagt, als Schatulle benutzen. Ja, und du holst das aus der Erde wieder heraus, weil jetzt die Zeit reif ist und du dich eben auch mit dem Herzen dafür entscheidest. Was kriegen wir hier noch, liebes Universum? Die Kraft, ja, die ist jetzt auf jeden Fall da. Die Kraft sagt mir auch, du bist wieder in der Führung. Ja, du bist in der Lage, es dir stimmig zu machen. Du hast diese ruhige Achtsamkeit mit an Bord. Du bist vernünftig. Du hast deine Leidenschaft, aber die zügelst du ganz gut. Das Einzige, was natürlich noch ein bisschen hinderlich sein könnte, deswegen vielleicht auch die langsame Bewegung hier mit der Schnecke, ist mit den 7 der Kelchen. 7 der Kelche ist so eine Energie, du schwärmst für diese Angelegenheiten oder diesen Menschen. Da ist auch Fantasie da, die dich beflügelt, allerdings auch eben noch zu viel Wahlmöglichkeiten. Das heißt, möglicherweise schiebst du hier auch noch ein bisschen vor dich hin. Ne, deswegen langsame Bewegung. Wir gucken mal, was wir hier zur Schnecke bekommen. Und zum Stern, die 9 der Münzen, hier liegt die Fülle und die Unabhängigkeit drin. Die Fülle, die Unabhängigkeit, aber vielleicht dauert das noch ein bisschen, bis du erkennst, dass du nicht mehr in dieser Befangenheitsenergie bist. Dankeschön, liebes Universum. Denn hier wird noch emotional abgelöst. Mit den 8 der Kelchen ziehst du so die Quintessenz deines bisherigen Lebens, sei es jetzt, ne, wenn es um Ex-Partner geht zum Beispiel, schlechte Erfahrungen der Vergangenheit oder eben der Misserfolg, der hier in einer Geschäftssituation gelegen hat. Ziehst du die Quintessenz, kannst dich hier ablösen und bist auch auf jeden Fall bereit, neue Wege zu gehen, neue Ziele zu verwirklichen. Und was fällt dir noch on top? Der Stab
König. Das könnte jetzt tatsächlich so ein Trainer, ein Coach sein. Das kann auch der Mann deines Lebens sein. Ne? Wenn wir für eine Frau auf einen Mann in die Karten schauen, dann ist der Stabkönig auf jeden Fall der Mann des Lebens. Das kann jetzt auch das Thema Business beinhalten. Ne? Wir haben hier einen sehr warmherzigen Autoritätsmenschen liegen, jemand, der sehr zeitlos, großzügig, reif ist. Und wenn wir hier von der Unreife ausgehen, dass jemand in der Vergangenheit oder etwas in der Vergangenheit unreif war, weil es eben nur oberflächlich behandelt worden ist, dann kann es hier mit dem Stabkönig definitiv in die Tiefe gehen. Ja, weil dieser Mensch bietet auch durchaus kreative Lösungen an. Also, was auch immer du hier vorhast, lieber Skorpion, let's go, aber sei dir bewusst, du musst dich mit dem Herzen entscheiden. Dafür, dagegen, für das Alte, für das Neue. Die Entscheidung kann ich dir tatsächlich nicht abnehmen. Ja, also drösel das Chaos auf und dann beweg dich in deinem Tempo in Richtung Wunscherfüllung. Alles Liebe.